Moin Moin und herzlich willkommen hier beim Supermarket Simulator. Kann mir eigentlich jemand sagen, was hier passiert ist? Das ist nicht gut. Hey, naja gut. So, wir haben nicht alles voll, wir müssen wieder hier kaufen. Aber vor allem brauchen wir, ja, das haben wir das letzte Mal geguckt. Müssen wir erstmal hier, nein, da. Rechnung bezahlen, Miete bezahlen. Dann brauchen wir. Ich kaufe jetzt einfach mal von jedem hier. 5 Packungen, weil ich glaube, da brauchen wir noch mehr. Ja. Ich räume dann mal was ins Lager, Jungs. Wisst ihr, die zwei Fetzen, die machen, was sie sollen. Nebenbei, warte mal, fehlt hier noch was? Minimal Reiniger, ist aber nicht schlimm, wir machen schon mal auf. Wenn wir beide auffüllen, ne? Wir haben ja genug Personal. Das sollte funktionieren. Und wir können ja nicht hier nicht immer 20 Minuten bestellen und einräumen und dann 5 Minuten verkaufen. Nee. Ich hoffe, es ist okay, dass ich beim letzten Mal ganz einfach einen Cut gemacht habe. Weil das wollte ich euch nicht antun. Weil ich doch das eine oder andere Mal geflucht habe, als ich bestellt habe. Und dass da draußen ein Riesenhügel war. An dem musste man ja noch komplett einräumen. So, und was fehlt jetzt noch? Ganz viel Reiniger. Aber hoffentlich ein Stück weit reichen. Ich weiß, was auch fehlt. Ja, ja. Zack, und weiter geht's. Und weil wir nett sind, ne, räumen wir das ganz einfach schon mal ein. Habe ich gesagt, ja, ja, fährt, ne? Eins, zwei, drei, vier. Wenn wir... Das fährt ja auch. Nun, oh, nur ein Schokobik. Gut kaufen. Ich meine, wir haben genug da. Nein, wir haben ja genug. Welche im Laden, wo das steht, das geht nicht so schnell alles. Aber es ist schon besser, wenn man da genug schon mal hat. Entfernung, die er da registriert, ganz eben nicht kurz. Deswegen geht der Karton immer wieder auf. Ja. Zack. Ja. Oh, Mehl.
Das bekommen wir bestimmt gleich so ins Regal. Hilfe, ich bin gefangen. Oh Gott. Ja, ich weiß, es gibt eine Mod dafür. Das eingeräumt. Nudeln haben wir noch. Öl fehlt. Wasser fehlt. Toast fehlt. Wenn das sind alles Waren, die kosten nicht so viel. Also es gibt Lizenzen jetzt so auf diesem Erfahrungslevel oder Supermarktlevel. Da bringt so ein Produkt viel mehr, als ich weiß. Aber ich will eigentlich Richtung Drogerie gehen. Also nein, eigentlicherweise heißt es, ich möchte gern. Ich will, weil Onkel Willi ist nicht da. So rede ich mit Kindern. Das fehlt auch noch ein Mehl. Da ist die Sonne. Das ist aber interessant, das wusste ich auch nicht, dass Lens Flares hier sogar mit integriert sind. So, wir machen mal Licht an. So, definitiv noch nicht. Hey, da hat er sich wirklich Mühe gegeben. Also der Entwickler, ja, Respekt. Irgendwie habe ich die Vermutung, ja. Na, da wird genug schon wieder fehlen. Ein Paket habe ich sogar gefangen. Poolsport scheint wohl doch nicht so sinnlos zu sein. Kann dann sogar digital den Karton fangen. Oh Gott. Komm, da noch. Ich sehe gerade, der Tag ist ja auch fast rum. Also bestellen können wir auf keinen Fall mehr was. Können jetzt eigentlich nur noch voll räumen die ganzen Regale. Dann müssen wir mal schauen. Klär dich fehlt. Klär dich ist eigentlich auch ein teures Produkt, also wo die Kunden auch gut zahlen. So, und das räume ich selber ein. Selbst als Chef muss man halt den Kollegen mal helfen. Das ist ja nichts Schlimmes. So, wo braucht ihr jetzt noch was? Öl und ein bisschen Tee. Wir helfen denn erstmal beim Öl. Na. Wobei da nicht viel mit helfen ist, ne? Da war der letzte Karton schon alle. Ja, ich weiß, ich habe gesagt Tee. Hey. Kaffee war mir jetzt wichtiger.
weiß aber Tee aber auch auch gekauft, also nicht wenig sogar. Das war ja mal eine Weile lang, war das so eine Art Ladenhüter, aber nun nicht mehr. So, was haben wir noch? Ah ja. Und ja, ah ja, das haben die nicht geschafft. Also das Nachfüllen da, keine Chance. Das ist halt... Könntest du mal bitte woanders hingehen? Und das dann rein. Junge. Bitte wahre die Privatsphäre deines Chefs. Damit sind die Eier im Lager leer, aber... Das Regal ist noch nicht voll. Gut, Käse. Müsste man mal in der Schweiz anrufen und sagen, Käse ist leer? Das ist voll, das ist gut. Das scheint ja dann auch schon. Ja. Ich hab Wasser schon. Ja klar, wenn der eine draußen steht, dann ist logisch, dass eigentlich nichts mehr eingeräumt werden muss. Jetzt stehen sogar beide da. Leute, wir können sogar jetzt schon den Tag abschließen. 44 Kunden, also einer mehr wieder. Profit von 1434,50. Das ist nicht wenig. Lukipi. Ja, ja. Das mal ist teurer. Wenn ich das Komma mal drücken würde, wäre das viel sinnvoller. Was war es noch? Das gute alte Ja-Ja. Wenigstens ein bisschen Geld damit. So, Handseife fehlt. Eine ganze Menge, sag mal so. Keine Ahnung, so was fehlt hier noch? Ja, das ist schon wieder mal überhaupt nicht teuer. Das hier fehlt auch alles. Würde aber mal interessieren, ne? Wenn wir das hier so großteils voll haben. Hält das Sortiment so, dass wir dann ja jetzt öffnen können und nachbestellen und alles? Keine Ahnung, wir werden es sehen.
Weiß nicht, ob das richtig war jetzt. Mein gut, was soll passieren? Produkt alle, dann jammern die Kunden, aber ey, das ist jetzt nichts Besonderes. Eigentlich ist jetzt nur noch wichtig, dass wir einmal in das Schweiz anrufen. Können wir eigentlich gleich mal machen. Wir machen einfach mal 5 und dann noch Nudeln, Mehl und Schokipi. Keine Ahnung, ob das fehlt, aber ist nichts im Lager. Und die Schweiz hat, glaube ich, ihre letzten Käsereserven geopfert. Mal gucken, ob die das bis zum nächsten Tag wieder hinbekommen. Eiffelturm von Pakistan. Nee, von Pakistan. Geht euch das auch so, dass ihr manchmal was sagt und dann danach denkt, war nicht richtig. Ich würde gerade sagen, räumt ihr dann mal Käse ein? Könnte hier wieder einräumen, ne? Das sind wir ja nicht so. Das Regal ist voll. Nein, ist es nicht. Jetzt. Dann stelle ich es halt da unten hin. Und noch mehr Reiniger. Die bauen den Boxen, also hier das, wo man hängen bleibt. Sind schon sehr genau und ja. Bleibt man überall hängen. Klopapier haben wir noch genug. Toll. Genau, das wollten wir ja nebenbei mal schauen, fällt mir gerade so ein. Gilt das denn als Einkäufe, was ich jetzt gemacht habe? Da. Nein, ich muss mich selbst an eine Kasse setzen. Och, nö. Überhaupt Platz für eine Kasse? Ja, haben wir. Bedeutet, ich muss wieder viel mehr vorbestellen.
Ja, das räumen wir noch schnell ins Lager und dann muss ich wieder an die Kasse. So heißt jetzt wirklich dann Lager füllen, Tag starten und dann, ja, hoffen, dass die Jungs das auf die Reihe bekommen. Muss mich auf unseren Mitarbeiter verlassen. Auf die, die es nicht mal schaffen, Licht anzumachen. Jungs, Funzel an. Ist genau daneben. Du brauchst nur beim linken Arm ausholen. Mann, 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 Mann. War der gerade bei uns im Lager? Moment mal, Entschuldigung, Sir. Wir sprechen uns am nächsten Tag wieder. Und dann ist natürlich jetzt. Ich freue mich. Kasse. Kommen Sie zu mir, hier werden Sie genauso beschissen wie bei den anderen. Ach ja. So Jungs, ich bin jetzt mit hier, ich passe auf euch auf. Das ist natürlich ein bisschen eng. Ehrlich? Kann ich das ins... Nein, kann ich nicht. Ganz leider Gottes habe ich probiert gerade mit... Kaufen also. Hoffe ich nächstes, am nächsten Tag neuen Kassenschalter, damit wir hier vernünftig sitzen können. Rücken zu ihm. Machst du gut? Du kannst die Preise ein bisschen hochdrehen. Uff. Es ist jetzt nicht so, dass die uns komplett arm machen. Aber gerade Käse und Eier. Ist jetzt nicht wenig, was sie da kaufen, ne? Käse. Und auch Eier. Und auch Eier und Milch und... Oh Gott. Ja, Jungs, macht mal fertig. Öl und clean dich und Kaffee. Ganze Menge. Kaffee haben wir gar nicht mehr. Hätte noch. Oh. Sehr erschreckend. Schokipi fast alle ist. Geht ja eigentlich schon als Krise, wenn Schokipi fast alle ist. So, Junge, ich mach mal hier drüben weiter. Schweizer Käse oder? Kommt Tee. Affine 6 Mods. Ne, Mois. Kann die Sprache nicht, aber für mich klingt das so ein bisschen
Französisch? Also wer es weiß, kann ja gerne in die Kommentare schreiben. Klingt Französisch, ne? Mehr Käse rein. Wir bekommen das Regal wieder nicht voll. Wecklich. Aber das ist voll, also der Tee. Die zwei stehen draußen, ne? So. Gut, dann klicken wir mal da drauf und schauen, was der Tag gebracht hat. Die Musik passt gerade null. 1000 Dollar für Bestellung ausgegeben, 500 für eine Erweiterung einer Kasse, die wir nicht brauchen, die jetzt einfach bloß in der Ecke steht. Weil ich dumm. Aber wir haben trotzdem noch 1000 plus gemacht. Und damit haben wir Tag 45 beendet. Danke vielmals fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.